Hallo liebe Buschkraftfreunde, der Herbst hat Einzug gehalten, die Tage werden kürzer. Da ist es manchmal gut, wenn man weiß, wie man sich eine Lichtquelle basteln kann. Darum möchte ich euch heute zeigen, wie ich eine Harzfackel aus Naturmaterialien herstelle, die länger brennt als eine halbe Stunde. Ich habe schon öfters Harzfackeln gebaut, doch das Problem war immer, dass wenn der Harz mal brannte und flüssig wurde, dass er einfach aus der Fackel heraustropfte und auf den Boden fiel und so nicht den Verbrennungsprozess in der Fackel unterstützen konnte. Meine Idee ist es, dass ich Harz in Blätter einwickle und Depots in der Fackel anlege, die dann erst mit der Zeit zu brennen beginnen, sodass das Harz wie gestaffelt abbrennt und nicht alles auf einmal. Ich möchte auch sehr viel Flugsamen und sonstiges feines Material beimischen, sodass sich der flüssige Harz darin verfangen kann und dort weiterbrennt und nicht einfach auf den Boden tropft. Ich werde mich jetzt auf die Suche begeben nach geeigneten Materialien für diese Fackel und ich melde mich wieder, wenn ich fertig bin. Das sind nun meine gesammelten Materialien. Hier habe ich Birkenrinde. Alternativ zur Birkenrinde könnt ihr auch die Rinde der Wildkirsche verwenden. Hier habe ich Harz gesammelt. In diesen Pestwurzblättern möchte ich das Harz einschließen oder wenigstens ein Teil davon. Das sind Distelsamen, die sollen helfen, das flüssige Harz aufzufangen. Das sind dünne Reben der Waldklematis. Als Trägerstab habe ich einen geknickten Ahornbaum gefunden, den ich aufgespalten habe und der ist noch relativ frisch. Das ist darum wichtig, weil wenn die Fackel eine halbe Stunde brennen soll, muss man schon schauen, dass diese gespaltenen Teile nicht vorher durchbrennen, sodass es das Ganze noch zusammenhält. Hier habe ich dünne Tannenäste. Und das sind Flugsamen. Vom Weidenröschen. Und aus diesen Zutaten werde ich jetzt meine Fackel zusammenstellen.
Fackel ist jetzt fertig. Ich werde die Fackel oben anzünden, weil sie so länger brennt. Weil wenn ich die Fackel unten anzünde, gibt es einfach kurz ein großes Feuer und dann ist alles verbrannt und so brennt es schön von oben nach unten. Natürlich ist es auch wichtig, die Fackel richtig in den Wind zu halten, ab und zu mal zu drehen, damit sie nicht einseitig abbrennt, sondern regelmäßig. Das verlängert die Brenndauer auch. Okay, dann werde ich die Fackel jetzt mal anzünden und bin gespannt, wie lange dieses Teil brennt. Es ist jetzt 14.43 Uhr. Jetzt werde ich die Fackel anzünden. Und bin gespannt, wie lange diese Fackel brennen wird. Brennt jetzt seit 6 Minuten, es ist 14.49 Uhr. Brennt die Fackel 10 Minuten. Genau 15 Uhr. Die Fackel brennt jetzt seit 17 Minuten. So, es ist jetzt 15.16 Uhr, das heißt, die Fackel brennt seit 33 Minuten. Ich musste das untere Harzdepot, das ich in Blätter eingewickelt habe, mit einem Stöckchen etwas aufmachen, weil das Harz da nicht rausgekommen ist. Aber dann hat sofort Feuer gefangen und die Fackel hat neu gezündet. Darum ist es wichtig, diese Harzdepots nicht zu stark einzupacken, vielleicht einfach eine Lage, das genügt. Jetzt ist die Fackel nicht mehr transportfähig, das heißt, es ist so ein starken abgebrochen oder bedingt transportfähig. So, dieser starken hier ist abgebrochen und ja. Jetzt brennt die Fackel noch aus, vielleicht 5, 6, 7 Minuten. Aber ihr habt gesehen, es ist möglich, eine Fackel zu bauen, die länger als eine halbe Stunde brennt. Ich denke, das Projekt ist gelungen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.